Lichtgeschwindigkeit. Hallo, liebe Aufrufer. Eine neue Session. Heute ist Freitag, der 8. Februar. Und hier 45 Tage Boris Becker Samenraub mit Kai Diekmann. Und anschließend kamen dann fast zwei Monate Michael Schumacher, nicht zu vergessen. Ja, der Michael Schumacher war dann mit seinem Ferrari dauernd auf Seite 1. Kampagne, Kampagne, Kampagne. Das ist aber etwas, was im Marketing von Boulevardmedien offensichtlich unabdingbar ist. Damit kann man auch all die Tage, wo da nicht so was Aufregendes ist, Brückentage sozusagen machen. Wir haben hier aber was Besonderes heute, das ist nämlich der Großangriff auf Syrien und komischerweise oder vielleicht bezeichnenderweise hat es wirklich als Holzmedium nur Bild bei den Zeitungen, die ich angeguckt habe, da heißt es hier Schlacht um Damaskus, Damaskus die Hauptstadt von Syrien, ja, wo der Assad sitzt. Die Rebellen in Syrien, die Rebellen, also die Angreifer gegen die Regierung, haben die Entscheidungsschlacht um die Hauptstadt Damaskus aufgerufen. Gestern griffen sie mehrere Militärkontrollpunkte in der Stadt an. Regierungstruppen nahmen daraufhin Stellungen der Rebellen im Umland unter Beschuss, setzten Hubschrauber ein. Beobachter sprechen von den schwersten Kämpfen seit Monaten. Bislang soll es Dutzende Tote gegeben. Also da ist ein Innenstadt, Hochhaus mit schwarzem Rauch und so. Wenn eine Hauptstadt so aussieht, Bürgerkrieg ist ein großes Wort, also das sieht jetzt schlecht aus. Ich habe gerade eben in den 18 Uhr Nachrichten noch gehört, es sind jetzt ungefähr 780.000 Syrer bereits geflohen. Also das geht auf eine Million zu geflohen. Die sitzen jetzt mehr oder weniger improvisiert, zum Teil bei Wintertemperaturen, irgendwo in Hilfsaufnahme. Sachen. Gut, was hier aber in den Zeitungen überall ist, ist dann diese ja, aufstandsartigen Unruhen in Tunesien. Ich glaube das gar nicht. Ich glaube nicht, Tunesien ist ein kultiviertes Land. In Tunesien gibt es sozusagen eine säkuläre Kulturpolitik, Bildungspolitik. Die Leute gehen dort zur Schule und so weiter. Das ist nicht zu vergleichen mit Palästina oder mit anderen Staaten, sagen wir mal auch Ägypten, wo es oben und ganz tief unten gibt, oder mit Libyen, mit der Stammeskultur und so. Tunesien ist schon ein eher modernes Land. Da ist ein Mord, egal wie skandalös der ist, an einem Oppositionspolitiker eine schlimme Sache, aber nicht der Ausbruch von Bürgerkriegskämpfen oder sowas. Also ich glaube das noch nicht. Seite 2 ist sozusagen die maßgebliche Politikseite deutscher Medien, Seite 2 von Bild. Ne? Und die haben jetzt immer noch dieses Thema hier, mit dem ich mich eigentlich nicht mehr beschäftigen will. Aber was bemerkenswert ist, das ist eben beispielsweise dann im neuen Deutschland. Tunesien schwankt, das wird da an Ägyptens Unruhen aufgehängt, und zwar die sagen, seitdem in Ägypten diese Revolutionsfolge in Frage gestellt hat, entweder in einen modernen kapitalistischen ja, Rechtsstaat, sagen wir mal, oder in einen islamistischen Scharia-Staat, und je nachdem, wer wie viele Leute mobilisieren kann in dieser sogenannten Revolution und wie sympathisch die Helfer von außen sind, ja, die amerikanische Militärherrschaft in Ägypten ist eben auch nicht besonders beliebt. Da sind dann Scharia-Moslems aus Saudi-Arabien und aus, ich sage das jetzt mal ein bisschen mutwillig, und aus Persien, die sind den Moslems in Ägypten lieber, die jetzt gesehen haben bei den Wahlen und so weiter, die haben durchaus eine Mehrheit, eine Majorität in Ägypten, insofern von der Islamisierung Ägyptens, Vorsicht, also, aber sagen wir es mal so, das ist das Argument hier im neuen Deutschland von Roland Etzel. Da kommt es nun auch in Tunesien sozusagen zu einer irgendwie islamischen Aufstandsstimmung. Ich glaube es nicht. Aber hier heißt es immerhin Massenproteste in Tunis, Mord an Linkspolitiker löst Regierungskrise aus. Dann haben sie hier ein Hauptthema, daran kann man aber sehen, dass dieses auf Seite 1 so nicht IT-Revolution ist, sondern da wird dann mit Bomben und Zündel und Kram gemacht, digitales Kriegsgebiet, deutsches U-Boot vor US-Küste, Beteiligung an Washingtons Manöver, Trip zum Persischen Golf,
Ja, ist doch völlig klar. Deutsches Militär ist im Bündnis in vielfacher Weise und zum Beispiel in der NATO mit den Amerikanern, die Manöver, Übungen, gemeinsamen militärischen koordinierten Handelns machen müssen, permanent, ist doch völlig klar. Also ich meine, das ist so, wie wenn Sie jetzt zeigen, deutsche Kampfjägerpiloten trainieren in den USA. Natürlich trainieren die dort, die fliegen dort, die haben dort Übungsgebiete und so weiter. Das ist ja klar. Also ich glaube hier diese Cyberwar-Geschichte, digitales Kriegsgebiet, das ist hier ziemlich groß aufgemacht, lebensbedrohliche Software und so. Da sieht man dann, man muss immer Texte machen mit Bildern, auch im neuen Deutschland. Und für die digitalen Probleme, Cyberwar, gibt es im Grunde genommen keine Bilder. Also macht man dann sowas aus dem Computerspiel. Und das sieht dann wiederum im Foto so aus, als wenn es in Damaskus aufgenommen ist. Naja gut, also hier ist jedenfalls ein anschließendes Thema, auch an diese Arabellion. Iran brüskiert im Atomkonflikt die USA. Hier wird jetzt gesagt, nach den Wahlen, die überall waren, in Israel, in Amerika und es sind demnächst noch Wahlen in Persien, da sollte man doch nochmal miteinander reden über die Frage, ob Persien denn eine Atombombe bauen soll oder nicht. Und natürlich sagen die alle gleichermaßen, sie sollen nicht, und die Perser sagen auch, sie wollen nicht. Bewiesen ist denen auch nichts. Aber diese Gespräche, die dort geführt werden sollen, sind Verhandlungsgespräche, wo die Amerikaner Vorbedingungen stellen. Und das lehnt der Iran Khamenei ab. Ja, aber es heißt dann hier, Khamenei lehnt den Dialog mit Obama ab. Das stimmt nicht. Obama stellt Vorbedingungen, Netanyahu stellt Vorbedingungen. Und die sagen, wir verhandeln gerne. Wir haben sozusagen ein reines Herz. Aber gegen Vorbedingungen, das ist unfair. Und da muss man sich darauf einlassen, naja, okay. Also was ich hier zu sagen hatte, war der Großangriff auf Syrien. Und das klingt mir so, als wenn das bei uns in den Medien so gemacht wird, als wenn dann dahinter schon ein Beschluss steht, dass man jetzt dem Assad eine Eselsbrücke baut, dass er mit seiner Familie raus kann, ohne dass sie ihn weghauen wie Gaddafi. Und dann Syrien, ja, das sieht jetzt aus, als wenn es auf der schiefen Ebene ist. Gut, danke für den Aufruf hier. Lichtgeschwindigkeit am Freitag, den 8. Februar.